Willkommen zurück beim Zerstörer Link. Weiß schon wieder nicht, was ich machen muss. Genau, roll erstmal die Baum um. Schade. Ausprobieren. Irgendwas muss ich wegbomben. Muss man die wegbomben können. Boom. Gucken. Hier sind auch Bomben. Hä? Springen. Ach, vielleicht werde ich mal den anderen. Puh, es ist gefährlich, allein in einen solchen Ort von der Monster zu kommen. Okay. Alles. Nein. Ich soll mir die Wände ansehen. Sieht aber schön aus, aber irgendwie gerade gleich. Hä? Nee, das ist da nicht hoch genug, um Tunnel zu sein. Da? Oh. Das hat mir mein Instinkt gesagt, dass das da ist. Weg zum Turm. Klingt vielversprechend. Ich will da nicht rein. Du bist schon tot. Was will dir noch, was soll noch passieren? Achso, ich dachte gerade. Wo ist mein Schwert? Oh mein Gott, Dr. Glibber. Die. Du verkackst. Zubert. Das ist ein Grabstein. Wenn er erklärt mir, wie ich schieben. Büre einen Block und dann. Ja, natürlich. Ich kenne noch Zelda hier. Ich bin der Rätselmaster. So. Schaust du. Oh mein Gott. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Oh nein! Das gibt's doch nicht. Mit dem Schlüssel öffnen dann noch keine Türen. Ist aber nicht gerade logisch, mit so einem kleinen Schlüssel so ein großes Loch aufzumachen, ne? Oh mein Gott. Eine Steinplatte. Für diesen Schalter gibt es eine ganz bestimmte Reihenfolge. Na toll. Gab's im ersten Teil, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Damn, du Spacken! Nach aus dem unteren Schalter folgt der linke. Was? Vor dem unteren Schalter kommt der obere. Hä? Soll mich verkackeiern hier? Ich bin los, mir alles zu merken. Ich rate gleich. Macke, du bist so ein dreckiges Scheißteil, ey. Link, der Terrorist. Du hast Bomben gefunden. Nein, einen roten Rubin. Hier sind bestimmt gleich irgendwo Schalter. Na toll. Bist du jetzt nicht tot, oder? Nein. Das gibt doch nicht. Ich muss alles nochmal neu machen. Ich rasche. Pass auf, so ein. Oh, Multikill. Oh nein, die Tür sind sogar noch auf. Cool. So, jetzt habe ich eine geniale, perfekte Idee. Nach dem unteren Schalter folgt der linke.
muss nur wissen, welches. Nach dem unteren folgt der linke. Jetzt ist der oberste als erstes, glaube ich, dran, oder? Ja, als erstes kommt der rechte. Der ist als erstes dran. Wow. Ich denke, dass ich es so schön malen kann. Das ist der erste. So. Ich glaube, am Ende steige ich da nicht mehr durch. Vor dem unteren Schalter kommt der obere. Halt, Moment. Kommt der obere dran. Oder? Das ist die 2. Geht's lösen mit Morkane. Wow. Rufen Sie jetzt an, gewinnen Sie ein Auto. Von dem unteren kommt der obere. Das heißt, jetzt kommt der untere. Immer kommt der linke. Nein, Spaß. Nach dem unteren Schalter folgt der linke. Okay. Sollen wir nochmal ausprobieren? Falls nicht diese scheiß Dinge. Maka, das geht schon wieder los. Ich hab's gewusst. Nein. Maka, scheiß. Alter. Okay. Erst der hier. Dann der hier. Und der hier. Und der hier. Wow. Sie haben 1000 Euro gewonnen. Oh mein Gott. Alter. Kleine Chuck Norris hier. Ich bin überschreckt. Ach, ich hab nichts gehört. Das sind Mäuse. Ha! Grässliche Monster, das waren stinknormale Mäuse, die lila angemalt waren. Oder Ratten, was auch immer. Oder Elefanten, die geschrumpft wurden. Man weiß es nicht. Was gibt's denn da oben? Blöcke. Lego. Wow. Scary. Ich glaube, das sieht aus wie ein Bus. Sehe ich jetzt sprachlos. Ist das für ein geiles Teil, wo du drauf sitzt? So eins will ich auch haben. Aber ehrlich jetzt. Ja, du siehst wirklich nicht besonders gesund aus. Und voll Ding alt. Du siehst ganz alt aus. So eine Frechheit. Leg dich nicht auf, mein Kind. Ist das die Mutter? Ja, schön. Geschichte des Turmes? Natürlich kenne ich die Geschichte. Ja, schön. Alte Leute haben immer so viel zu erzählen, das ist unfassbar.
Wir haben so viel erzählt, dass schon wieder die Zeit zu Ende ist. Ey, unfassbar. Nun ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.